Hallo und willkommen zum dieswöchigen Wild Spirits News. Mein Name ist Sibylle und heute ist das Thema In der Schwebe, so kommst du raus. Als ich mich auf diesen großen Sprung vorbereitet habe, meinen Job aufzugeben und dann nur noch von meinem Business zu leben, da gab es eine Zeit, wo ich praktisch rund um die Uhr gearbeitet habe. Meine Freunde haben mich überhaupt nicht mehr zu Gesicht bekommen. An einem Zeitpunkt war ich 4 Wochen lang nicht mehr im Wald zum Bogenschießen gewesen und das ist eine meiner Lieblingsleidenschaften. Also ich habe es überhaupt nicht mehr auf die Reihe bekommen. Ich habe wirklich 14, 16 Stunden jeden Tag gearbeitet. So was kommt einfach vor. Und es ist auch eigentlich kein Problem, solange das temporär ist, dieser Zustand. Es passiert aber auch manchmal, dass wir einen Traum oder einen Plan haben oder eine Leidenschaft, die wir priorisieren wollen. Und die Umstände scheinen einfach nie zu passen. Das ist nie wirklich die Zeit. Irgendwas stimmt immer nicht. Und wir existieren irgendwann dann nur noch in der Schwebe. Ich würde mal sagen, so als Faustregel, wenn so ein Zustand länger als 3 Monate andauert, dann wird er zum Problem. Daher ist deine Mission heute, zu lernen, zu erkennen, ob du dich in der Schwebe befindest und zu lernen, wie du aus diesem Schwebezustand ausbrechen kannst. Aufgabe 1 heißt, gib es zu. Du musst einfach einen Schritt zurücktreten und eine Bestandsaufnahme machen. Und dabei musst du wirklich brutal ehrlich mit dir sein. Ist es wirklich wahr, dass du keine Zeit hast? Oder verbringst du lieber deine Abende auf Netflix oder auf den sozialen Medien? Wir verbringen alle mehr Zeit auf den sozialen Medien, als uns sogar selbstbewusst ist. Ich würde dir mal empfehlen, so eine App, oder es gibt so Apps, die man runterladen kann, die checken, wie lange du zum Beispiel auf dem Handy bist und was du dort machst, ob du jetzt auf Facebook oder sonst wo ist. Lad sowas mal runter und bereite dich darauf vor, schockiert zu sein, weil das ist so ein Augenöffner. Da hast du am Ende der Woche eine Anzahl von Stunden, die du eigentlich mit was Sinnvollerem hättest verbringen können. Das ist ein sehr guter Augenöffner. Anderes Beispiel. Bist du wirklich total pleite oder könntest du temporär am Wochenende kellnern gehen, also einen Abend in der Woche oder sowas, ein bisschen Geld dazu verdienen, dass du dir aus der Klemme helfen kannst finanziell. Und ein weiterer Realitätscheck, die Umstände werden nie passen. Es wird nie genau richtig sein. Wenn du auf eine Einladung vom Universum wartest, dann wirst du ziemlich lange warten. Also werd einfach tätig und triff die Entscheidung, dass du jetzt einfach tätig wirst und das umsetzt. Aufgabe Nummer 2 heißt das Gefühl der Überwältigung besiegen. Jetzt, niemand befindet sich gern in der Schwebe. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat es auch was Tröstliches, was Gemütliches. Ich meine, solange wir gar nichts tun, können wir auch nicht versagen. Kann ja nichts schiefgehen. Man kann sich da in diesem Zustand recht gemütlich machen. Und nach einer Weile fühlt es sich überwältigend an, überhaupt nur daran zu denken, wieder so eine Aufgabe, so einen Traum, eine Leidenschaft auch tatsächlich anzugehen, weil es gibt so viel, was man tun müsste und man weiß überhaupt nicht, wo man überhaupt anfangen sollte. Daher schlage ich dir vor, du fängst an mit Struktur. Nimm dir einen Zettel und einen Stift oder mach ein neues Word-Dokument auf und mach einen Brainstorm. Ein Brainstorm heißt, dass du völlig unzensiert alles aufschreibst, was dir in den Kopf kommt. Das muss nicht geordnet oder strukturiert oder überhaupt nicht sein. Das können auch nur Stichpunkte sein. Schreib einfach alles auf. Und zwar, was du aufschreibst, ist jede einzelne Aufgabe, jeder Schritt, alles, was du tun musst, um diesen besagten Traum, diesen Plan, diese Leidenschaft umzusetzen, um das zu machen. Also wirklich jeden kleinsten Schritt. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, wenn du das alles aufgeschrieben hast, dann bringst du Struktur hinein. Und zwar machst du 4 Kategorien. A, was sofort passieren muss, also jetzt gleich, wenn du anfängst, das umzusetzen. B, was bald passieren muss, also immer noch am Anfang. C, was mittelfristig passieren muss. Und D, was langfristig geschehen muss. Und dann hast du deine 4 Kategorien. Weil wenn du das einmal in schriftlicher Form schwarz auf weiß vor dir hast, fühlt es sich gleich weniger überwältigend an. Aufgabe Nummer 3 heißt, nie wieder in der Schwebe. Das ist der Punkt, wo es schwierig wird. Weil wenn wir uns in der Schwebe befinden, dann hassen wir einfach nur den Gedanken an Tätigkeit. Wir sind super gut drin zu planen, Listen zu schreiben. Morgen ist klasse. Aber jetzt, heute? Nee, lass mal. Du musst dich also austricksen, um in diesen Tätigkeitsmodus wiederzukommen. Und das tust du, indem du dir diese Liste anschaust, die du in Aufgabe 2 erstellt hast und schaust auf die Punkte von der ersten Kategorie, das, was, wenn du das Projekt angehst, sofort als allererstes passieren muss. Du nimmst dir von diesen Aufgaben eine einzige und die planst du für heute.
Nicht morgen, nicht nächste Woche. Heute. Auch wenn es schon 10 Uhr abends ist, ist mir völlig egal. Die musst du heute machen. Du musst sie heute tun. Nur eine einzige Aufgabe. Es kann auch eine ganz kleine Aufgabe sein. Aber sie muss heute geschehen. Die zweite, dann pickst du dir eine zweite Aufgabe heraus aus dieser ersten Kategorie, was sofort geschehen muss. Und die setzt du dir in den Kalender mit einer Benachrichtigung, dass du es auch nicht vergisst, in einer Woche. Du wirst jetzt denken, das muss auch viel schneller, es muss alles jetzt geschehen, damit es überhaupt ins Rollen kommt. Aber weißt du was? Es muss nicht sofort geschehen. Wer sagt es denn? Wo steht es denn geschrieben? Die zweite Aufgabe machst du nächste Woche. Und die dritte Aufgabe dann 3 Tage später vielleicht. Und die vierte dann am nächsten Tag. Gib dir die Erlaubnis, und das ist ganz wichtig, dass du das nicht überspringst. Wenn du nämlich denkst, nee, es muss alles gleich passieren, ich muss gleich jeden Tag tätig werden, dann wirst du ganz genau wieder in Limbo landen und nichts wird sich verändern. Du musst dir selber ganz bewusst die Erlaubnis erteilen, das langsam anzugehen. Denn weißt du was? Langsam ist viel schneller als noch gestern, wo du noch der Meinung warst, du würdest es gar nicht anfangen, weil die Umstände noch nicht stimmen. Also du bist auf einem super richtigen Weg. Langsam ist nicht Versagen, langsam ist Erfolg und ist total fantastisch. Also geh es Schritt für Schritt an, so schnell wie du möchtest, so schnell wie du es schaffst und lass dir viel Zeit. Aber werde tätig und mach diesen ersten Schritt heute. Aufgabe 4 heißt, lass es mich wissen. Klick Antworten bei der E-Mail, mit der du den Link zum Video bekommen hast und erzähl mir, was du aus dem Video mitnimmst. Befindest du dich gerade in irgendeiner Hinsicht in Limbo? Übrigens, das muss nicht das ganze Leben sein, das kann auch nur in Bezug auf eine bestimmte Sache sein, auf eine bestimmte Leidenschaft oder einen bestimmten Plan, den du hast, dass wir uns in dieser Hinsicht in Limbo befinden. Oder kennst du das Gefühl, ist es dir früher schon mal so gegangen, aber im Moment geht es dir gut? Lass es mich wissen, und wenn du jetzt gerade in Limbo bist, würde ich auch gerne wissen, welches ist der Schritt, den du heute vornimmst? Also Antwort auf meine E-Mail, ich werde auf jeden Fall zurückschreiben, ich verspreche es. Und wenn du den Link zu diesem Video nicht in einer E-Mail bekommen hast, heißt es, dass du noch nicht Teil der Gemeinschaft der wilden Geister bist und du musst auf jeden Fall zu uns kommen. Geh auf wildspiritscoaching.com/de und füll da das kleine Formular aus. Du kriegst eine E-Mail per Woche. Es ist wirklich 100% spamfrei. Du kriegst extra Informationen und zusätzliche Artikel, Empfehlungen von Büchern und anderen Ressourcen, und manchmal kriegst du spezielle, exklusive Angebote, die nur meine Abonnenten bekommen, die niemand sonst je zu Gesicht bekommt. Also geh auf wildspiritscoaching.com/de und melde dich an. Du kannst auch Wild Spirits Coaching googeln, das bringt dich auch auf meine Webseite. Danke fürs Zusehen!